Und ich bin jetzt wie eine Art Laubmonster. Hallo zusammen, ich bin Remo. In diesem Video geht es um das Thema Tarnkunde. Und zwar möchte ich einen Tarnanzug testen. Wie ihr wisst, interessiere ich mich für das Thema Tarnen und Täuschen in der Wildnis und im Gelände. Ich habe schon einige Ghillie-Suits, Ghillie-Umhang und ähnliche Sachen gemacht. Ein Ghillie-Suit ist die beste Art Tarnung, die du im Gelände machen kannst. Die Regel Nummer 1 bei Tarnkunde lautet: Passe dich deiner Umgebung an. Keine Tarnung ist perfekt und es gibt nicht die eine richtige. Die Umgebung entscheidet, was gut ist oder was schlecht ist. Ein Ghillie ist ein Umhang, den du anziehen kannst und der gewisse Tarnfarben dran hat, also Jute und sonstige grün-braune und Naturfarben. Aber der Ghillie-Suit wird erst richtig, wenn du dann draußen im Gelände bist und Naturmaterial einflechst. Ein Ghillie-Suit ist eigentlich noch recht groß, je nachdem was du für einen machst. Und ab und zu ist er nicht immer perfekt. Je nach Aufgabe und Mission kann ein Ghillie-Suit besser oder schlechter sein. Wenn du jetzt nur an einem Punkt bist und beobachten musst oder nur ein wenig bewegen musst, dann ist ein Ghillie-Suit das Beste, was es gibt. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit laufen musst durchs Gelände, dann ist ein Ghillie-Suit vielleicht nicht eine optimale Lösung. Da musst du dann vielleicht einfach auf gute Tarnkleidung wechseln. Sei das Realtree von oben bis unten oder Multicam oder sonstige Tarnfarben. Da gibt es ganz viele Sachen, da kannst du dich austoben. Hier in diesem Video möchte ich mal eine Mischung. Eine Mischung aus normaler Tarnkleidung und dem Ghillie. Ich habe hier im Rucksack einen neuen Tarnanzug dabei, den ich testen möchte. Ich möchte mich noch bedanken bei der Firma militärshop.ch, welche mir diesen Tarnanzug kostenlos gesponsert hat. Ich muss noch viel lernen, was Tarnkunde anbelangt, aber langsam verstehe ich, wie der Hase läuft. Also ich erzähle euch hier keinen Blödsinn und ich werde auch ich werde euch die Wahrheit sagen. Ist er gut oder ist er schlecht? Aber das werdet ihr wahrscheinlich selber sehen. Ich werde euch den Tarnanzug vorstellen und dann gehe ich ins Gelände und teste ihn. Wir spielen ein Spiel, siehst du mich? Zu der Hülle hier, das ist eine Realtree-Hülle. Diese rote Schrift ist das einzige bisschen blöde, aber das kann man immer noch tarnen. Diese Hülle ist zu empfehlen. Also das ist ein schwarzer Rucksack. Wenn du jetzt in der Stadt wohnst und nicht hier im Multicam rumrennen willst, dann mache ich das immer so: Ich gehe normal raus und innen im Rucksack habe ich alles. Wenn ich dann im Gelände bin, mache ich das Ding dran und dann bin ich unsichtbar. Wenn dieser Tarnanzug so funktioniert, wie ich mir das denke, dann wird er perfekt für Missionen, die eine Mischung aus Tarnung und Bewegung sind. Wie gesagt, für mich ist immer noch ein Ghillie-Suit das Beste und egal wie gut er ist, ein Ghillie-Suit ist einfach besser. Es ist so. Und die gekauften Ghillie-Suit, passt da auf. Das finde ich nicht so gut. Ein Ghillie-Suit sollte schon selber gemacht sein. Das gibt die persönliche Note und es ist einfach besser. Wenn euch das Thema interessiert, Ghillie-Suit, Tarnkunde, Tarnanzüge, dann schreibt in die Kommentare. Ich bin sowas von bereit, mehr Videos darüber zu bringen. Ich wollte eigentlich diesen Winter einen Schneeghillie machen, aber dann werde ich das halt auf den nächsten Winter verschieben. Gut, dann schauen wir mal. Diese Hülle kann man einfach so wegnehmen. Ist übrigens wasserdicht und lässt sich ganz klein verpacken. Dieser Rucksack ist auch noch cool. Seine Mischung aus Bergrucksack und taktischer Rucksack. Also, das erste mega coole an diesem Tarnanzug ist, er ist mega leicht und er ist sehr, sehr klein. Das ist er. Hier in diesem Netztäschlein. Ich verwende
immer solche Netztaschen, weil diese Molle-Zeugstaschen, die sind einfach viel zu schwer für das Innenleben. Schaut mal, wie klein das ist. Schaut mal, so klein. Und das wiegt nichts, das ist nur Luft. Das wird dir bei jeder Mission, das wirst du gar nicht merken. Und du weißt, du hast hier einen richtig guten Tarnanzug dabei. Gut, der Tarnanzug, der ist ein Dreiteiler. Hose, Oberkörper und Kopf. Viele vergessen immer den Kopf, aber der Kopf verrät eigentlich die Silhouette des Menschen. Und wichtig ist, man muss diese Silhouette wegmachen. Das ist halt beim Ghillie, ist das halt einfach, weil man hier eine Kapuze hat oder eine Kappe, wo man dann diese Jute und Naturmaterialien einflechten kann. Und so verlierst du deine Konturen als Mensch. Der Anzug ist im Stile von Realtree. Realtree ist für mich einer der besten Tarnmuster, weil Realtree bedeutet echter Baum. Also, ja, Realtree. Was ist auf dem Tarnmuster? Natur. Perfekt, oder? Also, wir haben hier den Kopf. Das ganze Material ist aus einem Mesh. Das heißt, euer Gehör und Sichtsinn wird nicht beeinflusst. Das ist mega wichtig. Ihr dürft ja nicht die Ohren wegmachen. Ein Ghillie muss wirklich gut getarnt sein, aber ihr dürft nicht stumm und taub werden. Also, das ist schon mal das erste Plus. Der Kopf. Mega cool. Ist genau meine Größe. Dank dem Mesh höre ich ganz gut. Die Ohren sind nicht eingeschränkt. Hier hat er so eine Klappe. Da könnt ihr so machen, wenn ihr mit euren Kollegen redet. Und wenn es dann losgeht, macht ihr hier die Klappe ab. Das ist auch so ein Netz. Ihr seht alles genau noch so. Ihr seht wirklich alles. Könnt gut atmen, schnaufen und sprechen. Hört gut, aber von außen sieht man eures Gesicht nicht mehr oder nicht mehr so gut. Ich bin jetzt hier nicht in der perfekten Kleidung. Also optimal wäre natürlich, wenn ich hier noch zusätzlich einen Tarnpulli habe, gute Tarnhose, Schuhe und alles so. Aber trotzdem mache ich das jetzt. Das sind die Hosen. Ihr seht dieses Meshgewebe, das ist wirklich schön durchsichtig. Und überall, das gefällt mir richtig gut, hat es solche Blätter. Diese Tarnung ist Realtree und die Bezeichnung ist Leaf, also Blätter, Laub. Ihr seht, überall hat es solche Laubfetzen dran. Also diese Laubfetzen, das ist wirklich mega cool. Das ist eine Art, ja. Eben, die Konturen verwischen. Es sind nicht einfach nur Hosen, sondern ihr seht, das sind wirklich, ja, das ist richtig grusig und hässlich. Und ich palte meine Schuhe an, genauso wie ich bin, und schlüpfe hier gerade rein. Einfach so. Schnell, einfach. Einmal. Ich brauche nur ein bisschen lange, weil hier das Mikrofonkabel. Aber bam, hab die Hose schon an. Mega einfach, mega schnell und ja, ich spüre sie gar nicht. Sie ist so leicht. Ha, ich dachte zuerst, die Hose ist kaputt, weil hier hat es ein Loch und hier auch. Aber ja, logisch. Also die Nähte sind gut vernäht, das heißt, es ist extra so. Und für was? Ja, du kannst deine Sachen rausnehmen. Du hast deine gute Hosen mit viel Reißverschluss und so, hast dein Zeugs drin. Aber natürlich hast du die Hose an und oh, wo ist das? Ja, aber mega cool. Du kannst hier dein Messer nehmen, dein Zeug nehmen, du kannst hier reinlangen, ohne groß zu bewegen. Also, ja, es hat Hosensack. Cool.
Die Hosen könnte man sogar noch weglassen, weil wenn du gute Tarnhosen hast, würde das eigentlich reichen. Aber das ist natürlich optimal. Gut, dann ziehen wir mal das Oberteil an. Das Oberteil ist natürlich genau im gleichen Sinne. Hier richtig schön und dreckig, richtig schön Laub wie der Boden. Richtig cool. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einen blauen Pulli an. Ist vielleicht nicht optimal, aber mal schauen. Besser wäre es natürlich ein Tarnpulli. Ich hoffe, das Mikro hört man noch. So. Ich habe hier Handschuhe. Das ist natürlich sehr wichtig. Die Hände und das Gesicht sollte man immer verdecken. Ob das jetzt mit Tarnschminke, mit Dreck oder mit einem Netzlein oder mit einer Sturmhaube. Aber das Gesicht sollte unbedingt getarnt werden. Wie ihr seht, so wie ich das auf der Kamera sehe, sieht man den Pulli nicht, sondern man sieht nur Laub. Wie gesagt, das ist wirklich schön leicht. Ich spüre den Anzug überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist wirklich so leicht. Es ist mega angenehm. Ihr seht hier, hier unten hat es keine Blätter, sondern da ist wirklich pure Ventilation. Überall dieses Mesh. Also wirklich eine sehr gute Verarbeitung. Überall diese Blätter. Der Anzug hat eine Kapuze, also der Kopfteil, der wird zugeliefert, es sind ja drei Teile, aber der Oberkörper hat eine eigene Kapuze, welche man hier zuziehen kann. Also ihr seht, das ist schon sehr gut. Jetzt ist nur noch mein Gesicht offen, aber sonst Hände, Füße, alles ist getarnt. Und ich bin jetzt wie eine Art Laubmonster. Das ist ziemlich gut. Auch hier, die Ohren sind wirklich nicht beschränkt. Also ich höre alles. Das ist ein wirklich guter Vorteil. Wenn dein Ghillie das nicht hat, dann musst du hier mit der Schere ein Löchlein machen und deine Ohren rauspacken. Das ist so wichtig. Diese Kapuze ist okay. Aber ein Kopfteil ist etwas vom Wichtigsten, weil normalerweise bist du so getarnt und das Einzige, was herausschaut, ist ja dein Kopf, weil du musst immer Sichtkontakt haben. Ja. Und die Kopfbedeckung ist so wichtig. Jetzt schauen wir mal. Wie ich vorhin gesagt habe, ist es eine Art Sturmhaube. Hier. Kannst du mit deinen Kollegen reden, ja, bla bla bla, wir machen das so, ich gehe zuerst, dann machst du und dann um diese Zeit treffen wir uns, bla bla bla. Und wenn es dann losgeht, Kappe runter, das kannst du sogar noch hier reinmachen und dann bist du weg. Ja, ich mach das so. Jetzt seht ihr vielleicht meine Augen, aber spätestens jetzt ist mein Gesicht weg. Und auch hier, ja, da könnte man noch ein bisschen wegmachen. Hier sind wir noch ein bisschen Konturen, aber das ist schon recht gut. Ja. Also die Kapuze ist wirklich sehr schön. Ja, das ist der Anzug. Hose, Oberteil und Kopf. Handschuhe musst du dir extra holen, aber das ist wichtig, das musst du machen. Also der Anzug ist ja ziemlich braun. Ich finde, braun ist die beste Farbe, um sich in der Natur zu tarnen, also für einen Ghillie. Du musst die Grundfarbe braun nehmen, weil ein Ghillie braun zu tarnen mit Naturmaterial ist nicht so einfach, weil du kannst ja keine Erde drauf machen. Aber ein Ghillie, der braun ist und dann noch Grünzeug drauf, das ist einfach. Grünzeug findest du an Blättern, an Gras, an Moos, überall. Das ist wichtig.
eine Grundbasis braun und dann Grünzeug dran. Wie gesagt, das ist kein Ghillie, das ist ein Tarnanzug, also einfach ein normaler Tarnanzug. Es ist eine Mischung aus normaler Tarnkleidung und Ghillie. Ja. Aber so wie ich das sehe, sieht das recht gut aus. Gefällt mir richtig mit diesen, mit diesen Blättern hier. Richtig schön. Nimmt mich richtig Wunder im Gelände nachher. Der Anzug ist wirklich sehr leicht, sehr beweglich. Also die Bewegungsfreiheit ist top, wirklich. Ihr seht, ich kann da locker einen Rucksack anziehen, einen richtig großen Rucksack mit Täschlein und alles und kann da laufen. Also ich weiß das jetzt schon, der Anzug ist perfekt für Missionen, wo du laufen musst. Also du willst 100% getarnt sein und du willst leicht und durchs Gelände laufen und das leise. Bei einem Ghillie, wenn du durchs Dorngebüsch gehst, dann bleibst du immer hängen, weil diese Jute, diese Naturmaterial, das bleibt alles hängen. Wie gesagt, je nach Aufgabe, je nach Mission, wo du machen musst, musst du halt abwägen, was besser ist. Aber das würde ich sagen, für Bewegung und Tarnung ist das die beste Mischung. Ich habe genau den ausgewählt, speziell den ausgewählt. Es gibt viele solche fertige Ghillies. Aber der hier ist speziell. Das ist kein Ghillie, es ist ein Tarnanzug. Eine Mischung aus Kleidung und Ghillie. Ich war mal in einem Scout-Camp. Dort haben wir gelernt, wie man durch die Wildnis und durch das Gelände schleicht, also scoutet. Unsichtbar, lautlos. Und da hatten wir viele Aufträge und Missionen, die wir machen mussten. Und einer, das weiß ich, also ich habe mich normal angezogen. Grüne Hose und einfach, ja, normal. Da hatte ich noch nicht so viel Tarnausrüstung. Und einer, das weiß ich, der hatte genau diesen Anzug. Und der sah so richtig cool aus. Und wir hatten Teams gemacht. Und der mit diesem Anzug, der war im gegnerischen Team. Und ich bin voll reingelaufen. Es war in der Nacht. Wir durften kein Licht benutzen, weil das kannst du vergessen. Wenn du Licht benutzt und nicht einmal Rotlicht, nur Mond. Mond, Augen, die sich anpassen in der Dunkelheit, gute Ohren und Teamarbeit mit Handzeichen und so. Aber wirklich, ich bin gelaufen und plötzlich redet eine Stimme mit mir. Und ich voll verschrocken und dann schaue ich hier am Boden und er grinst mich an mit diesem Anzug. Seitdem wollte ich den Anzug. Also habe ich schon eine Erfahrung mit diesem Anzug. Jetzt habe ich ihn selber. Also, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt ins Gelände und wir spielen ein Spiel. Siehst du mich? Ich möchte mich nochmals bedanken an die Firma militärshop.ch, welche mir diesen Anzug kostenlos gesponsert hat. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung.
Und? Habt ihr mich schnell gefunden? Also, wenn euch so etwas interessiert, Tarnung im Gelände mit guter Ausrüstung, dann kann ich ja mal solch eine Serie starten, wie zum Beispiel, ich bekomme eine Aufgabe und muss möglichst unauffällig und getarnt durch das Gelände gehen und gewisse Aufgaben erledigen. Ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, was ihr so denkt, so spezielle Aufgaben oder Missionen. Also, ich bin Remo, tschüss zusammen.